Hallo zu einem neuen Video hier aus Schweden. Wir sind schon wieder früh unterwegs. Genau, die Sonne geht gleich wieder unter. Ja, man denkt wirklich, es ist gleich Nachmittag, aber wir haben es 10.10 Uhr. Und wir fahren immer so um 8 Uhr rum los, da ist es dann hell, so halb 8, 8 wird es hell und um 4 ist wieder stockdunkel. Aber es sind immerhin noch 8 Stunden, die man was machen kann. Ja, noch. Je weiter nördlich wir kommen, desto weniger wird es. Eben, wir sind noch in Südschweden, wir sind ein bisschen Landesinnere jetzt von der Küste weggefahren, aber immer noch unterhalb Stockholm. Ja. Und ja, wo es hingeht, das erfahrt ihr dann gleich. Making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown. Wir sind an unserem ersten Stopp des Tages angekommen. Wir sind in Lönneberger. Wer kennt's? Wer kennt's? Man fühlt sich gerade in die Kindheit versetzt. Nee, der Christoph hat es nicht so oft geguckt, aber ich habe jedes Jahr Weihnachten kommt Michel aus Lönneberger im Fernsehen. Jedes Jahr. Und es wird jedes Jahr geguckt. Und wenn die Sandra nicht brav ist, sperre ich sie in den Schuppen. Genau, hier steht nämlich in Lönneberger der Schuppen von Michel. Es steht eigentlich auch eine Statue davor. Aber der ist gerade zu kalt. Ja. Deswegen haben sie die in den Schuppen gesperrt. Ja, haben sie einfach. Und in Schweden heißt der ja anders. Der heißt Emil und nicht Michel. Also hier ist der Schuppen. Und hier und stehen auch die Schnitzereien von Emil. Der hat ja immer, der wurde ja immer eingesperrt, ne, wenn er böse war. Und dann hat er immer geschnitzt im Schuppen. Und wo sieht man hier? Ach, da drinne. Ah, weiß Gott, da sitzt er. Sehr lustig. Jo. Ja, da sitzt er und schnitzt. Aber es steht hier mitten an der Straße, steht der Schuppen. Ja. Und so die Drehorte, das ist so ein bisschen auseinandergestreut. Da gibt es ein ganzes Filmset noch vorne und so. Genau. Wir gucken mal, was mal den Katthuldhof soll es noch geben. Da gucken wir mal jetzt hin. Ob wir den finden. Ob wir den finden. Ja, und ist ein bisschen nicht ausgeschildert hier alles. Gucken mal, was wir da noch erleben auf dem Weg dahin. Ja. Das ist eine halbe Stunde, bisschen mehr, eine Stunde Fahrt von hier aus. Und dann gucken wir mal, was wir da noch auf dem Weg sehen. Ja, genau. Also. Ab geht's. Jetzt sind wir auf Katthuld angekommen. Hier wohnt der Michel. Hier ist die Scheune. Hier ist die Scheune. Da unten ist der See, wo sie immer fischen waren. Und hier das weiße Tür hier. Ne? Alfreds Bode. Das sieht aber aus wie die Scheune, oder? Wie der Schuppen, ja. Der Schuppen. Ja. Sein Vater eigentlich. Sein Vater. Ja, da ist der richtige Schuppen. Ja. Ah, nee, hier hat Michel seinen Vater eingeschlossen, der dann versuchte, durch das kleine Fenster über die Tür rauszukommen. Also Michel haben wir jetzt abgehakt. Wirklich schön hier, der Katthuldhof und so. Ist wirklich schön abgeschieden, auch gelegen, wenn man das hier sieht. Ist, jetzt ist halt auch keiner da. Ne? Ja. Im Sommer ist bestimmt hier auch mehr los. Ja. Aber wirklich wunderschöne Landschaft drumherum. Hier ist ein bisschen eisiger jetzt. Gell? Ja. Und jetzt, was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Maria zurückfahren Richtung Maria Lund. Marianne Lund. Marianne Lund. Mal gucken. Unsere Direction weiterfahren oder so. Mal gucken. Wir gucken mal, wo wir heute schlafen. Erstmal ins Auto setzen und dann, Gucken googeln. Ja, weil die Hände frieren ab, genau. Ne? Unser Nachtplatz ist erreicht. Ja, wir haben was Idyllisches an der Straße gefunden. Ja. Hier ist nur eine Nebenstraße, also ist nicht viel Verkehr. Die Hauptstraße ist da hinten. Hier steht, also hier ist so die Straße, die Nebenstraße. Hier voll der See nebendran. Kannst du eigentlich fischen gehen, aber nur mit Lizenz halt. Genau.
Ja, und hier ganz vorne ist dann die Hauptstraße, also da vorne. Aber hier, da oben. Der Specht. Vielleicht könntest du es hören. Ja, du. Man sieht es nicht wirklich, aber nee. Es klappert. Und auf der anderen Seite vom See knallen die Militärias. Die Militärias? Ja. Ja, wird heute Nacht lustig, ne? Haben es wieder geschafft, neben einem Militärstützpunkt zu parken. In vier Nächten das zweite Mal. Gerade eben haben wir schon knallen gehört. Ja, heute Nacht wird es bestimmt ruhig. Ja, jetzt schlagen wir unser Lager auf hier. Ist das nicht herrlich? Mhm. Schön hier am See. Es wäre so ruhig und Standheizung. Mhm. So idyllisch. Könnte man das Militär hören, wie es schießt. Wie es schießt. Wenn man hier angeln dürfte, könnte man auch mal die neue Angel reinwerfen. Darf man ja. Aber wir wollen keine, nicht für 8 Tage die Angelkarte zahlen. Nee. Und weil hier viele vorbeifahren, fällt das wahrscheinlich auf, die Angeln. Ja. Musst du dein Tarnnetz überschwingen. Ja. Ich habe aber keins. Kannst das, war die Erlaubnis, dass ich mir ein Tarnnetz kaufen darf. Ach, nee. Ich schwing dir doch. Ich nähe dir die Schaffelle zusammen und dann hockst du dich da unten hin. Wenn du Glück hast, erschießt dich keiner. Ja, wenn ich Glück habe. Bei den Kugeln, die da hinten rumfliegen, habe ich aber kein Glück. Wir haben uns jetzt noch was Leckeres gezaubert hier in unserer Trini. Ein One-Pot-Wonder, gell, wie fast immer hier. Mit Spätzle, Tomaten, Ei und Knoblauch, wie sich das gehört. Ne? Wir begegnen ja keiner Menschenseele hier. Darf nicht fehlen. Nee. So, das ist für heute das Letzte, gell? Wir machen es uns gemütlich. Das ist ja das Letzte. Das Allerletzte. Wir haben Hunger. Ja. Wir haben heute noch nichts Mittag gegessen, groß. Nee. Ne? Also, macht's gut. Bis morgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Wir haben gerade gefrühstückt. Hier ist es irgendwie noch früh am Morgen in Schweden. Die Sonne geht bald auf. Die Bauarbeiter hier an der Straße sind schon aktiv. Die sind schon den ganzen Tag den ganzen Morgen mit dem LKW am Rumfahren. Wir haben auch gerade gefrühstückt. Und wie es gehört, müssen wir jetzt spülen. Deswegen holt Sandra jetzt Spülwasser. Und ja, oder ich gehe duschen. In der Hoffnung, dass er reinfällt, habe ich mal die Kamera angemacht. Wasserprobe hier nehmen. Das sieht auch mehr gar nicht. Nee. Einwandfrei. Bisschen gelb. Ja, zum Spülen langt. So gehört sich das am frühen Morgen schön fleißig sein. Ist gar nicht so kalt. Und die Ressourcen nutzen. Nee, heute Morgen ist es voll nicht kalt. Also die letzten Morgen, da haben wir viel mehr gefroren. Ja. Also aber da war, obwohl es nicht so aussah und jetzt hier, wo alles vereist und verschneit ist. Ist viel wärmer. Ist es viel wärmer. Also echt angenehm heute Morgen. Aber die Standheizung ist trotzdem die halbe Nacht gelaufen. Ja. Weil irgendwann wacht man in der Nacht immer auf und dann ist es kalt. Ja, deswegen. Und jetzt abspülen. Jetzt, ja, sehr schön. We'll teach you to blush and how to get your way. Useful tricks, once you get a taste of it, you lay all them bricks. Higher and higher, you'll reach your desire. Das ist einfach nur schön hier rumzulaufen, gell? Nichts, keine Menschenseele weit und breit, keinen Ton hier. Nur Vögelchen, die piepen. Nur Vögelchen, genau. Ein bisschen wild da hinten und Schnee ein bisschen, Temperaturen so um die 0 Grad, gell? Ja. Wunderbar. Da stellt man sich das vor. Einfach nur die Natur genießen. Ja. Ah, schön. Wir fahren jetzt so ein bisschen Richtung See zu dem zweitgrößten, gell? Ich glaube, das ist der zweitgrößte, ja. Und gucken da mal das Ostufer so ein bisschen an. Ja. Also, erstmal müssen wir hier, wir sind jetzt glaube ich 3 Kilometer gelaufen.
müssen wir noch zurückwatscheln. Ja, es sollten 1,5 sein bis zu dem Schloss, aber ja, es war ein bisschen mehr. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. A pine tree down, fell through the ground like Alice. Oh, what a sound! This must be a nest. I got rocks and sticks against my chest. I'm Alice. Of hearts, I'ma grow you white roses. Es ist 12:30 hier, mittags. Sieht aus, geht die Welt unter heute. Der Schnee ist auch weg, gell? Wir fahren da jetzt an dem See so, wenn man auf dem Navi so ein bisschen sieht, wir fahren da an dem See am Rand entlang, aber irgendwie sieht man den See gar nicht wirklich. Wir haben gedacht, man kommt da ein bisschen dichter ran, aber irgendwie nicht wirklich. Ja, jetzt fahren wir da noch ein bisschen rum und gucken mal, so ein schönes Plätzchen für uns, ne? Ja. Ja, ganz konzentriert hier. Und ja, dann gucken wir weiter. Hier unten, wie man sieht, haben wir unsere Strombox hier schon angeschlossen. Die ist natürlich auch am Start. Kann man hier während der Fahrt gut laden. Das klappt auch einwandfrei, ne, wenn man immer... Solarpanel haben wir zu Hause gelassen, weil wir hier kein Licht haben. Nee, das bringt eh nichts hier. Wir stehen ja eh nicht groß im Licht, wo man es rausstellen könnte, gell? Ja, aber das klappt super, wenn man hier Laptop immer, guck mal, immer ein bisschen Film abends, dann kann man das Dach sogar wieder aufladen, das klappt echt gut. Ja. Jo, jetzt regnet's. Toll. Jetzt haben wir mal einen schönen Punkt am See gefunden, wo man sich den See auch mal angucken konnte. Und jetzt haben wir hier auch so eine Tafel, wo dann auch die ganzen Fische sind, mal beschrieben sind, ja, die man hier angeln kann. Du darfst hier nämlich angeln und das ist jetzt genau. Der Lake Feddern, genau. Hier der ganze See. Und wir sind gerade hier. Ja. Wir sind von dem hier Bereich in etwa jetzt hier hochgefahren. Ja. Strecke über Land war halt nicht so berauschend. Mhm. Also jetzt hier, wenn du mal drankommst, die Küste ist echt schön. Schön felsig und so. Wir sind auch gerade Fischer am Fischen. Ja. Und wir wollen eben hier so oben rum dann. Ja, und dann gucken wir, ob wir hier die Seite wieder runterfahren oder den anderen da, den größten See, der ist hier ein bisschen weiter westlich. Ob wir den dann entlang fahren noch und müssen mal gucken. Christoph muss auch seine Angel noch irgendwo ausprobieren. Jetzt traut er sich nicht, weil hier so professionelle Angler sind. So, für uns heißt jetzt ab unter die Dusche. So weit wie es geht. Aber wir haben hier eine gute Lösung gefunden, wie wir uns waschen können. Hier sind unsere tollen Waschbecherle mit unseren Waschlappen. Dann erhitzen wir uns hier immer ein bisschen Wasser mit unserem Gaskocher. Und hier das Wasser, wir müssen auch gar nicht aussteigen, weil hier unten ist nämlich unser Schlauchsystem hier. Und da können wir uns das Wasser einfach hier in die Behälter pumpen. Und dann kippt man einfach das heiße Wasser drauf. Ich kriege immer mehr wie der Christoph. Nee. Und dann haben wir unsere Seife dahin, das gute Dr. Bronner. Und dann beginnt die Waschparty, aber das ersparen wir euch lieber. Ne? Das will keiner sehen. Das will keiner sehen. Also, gutes Nächtle. Morgen geht's weiter. Ja. So you can learn to be kind. Oh, what a start. Inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess. Like Alice. First hand me scissors,
Better bring out the heavy artillery. Oh, justice is my middle name. I'm Alice. Dear Queen of Hearts, I'ma grow you white roses so you can learn to be kind. Oh, tell King of Hearts to arm all his forces so you can learn to be kind. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. So kann der Tag doch gut beginnen. Wir sind eine Viertelstunde von unserem Schlafplatz gefahren. Da war heute Morgen schon richtig Betrieb gewesen. Scheint wohl eine sehr beliebte Angelstelle zu sein bei den hiesigen Fischern. Wir sind eine Viertelstunde weitergefahren. Hier haben wir jetzt das wunderbare Kloster Alvastra oder die Klosterruinen. Das ist echt schön hier. Also man kann halt auch ein bisschen reingehen, in die Untergeschosse reingehen und sowas alles. Ja, ein schöner Platz hier auch, finde ich. Mega schön, auch gerade mit dem Licht im Hintergrund. Ja. Also es ist wunderbares Dämmerungslicht und es ist echt schön gerade. Ja. Und total ruhig, also ja, mega. Ja, wir fahren weiter, wir wissen noch nicht genau wohin, müssen wir noch schauen. Dann sehen wir uns später wieder. Wir haben jetzt einen echt schönen Platz hier gefunden, also mega schön. Hier wäre auch eine gute Stelle gewesen zum Angeln. Weil hier kommt man wenigstens auch vernünftig runter, nicht so wie gestern, wo man irgendwie schräg auf den rutschigen Klippen stehen musste oder sowas. Sondern da war eine richtig schöne Treppe runter und so. Aber da sind schon jetzt zwei am Angeln. Das ist schon ein bisschen eng. Eben haben uns mit denen noch was unterhalten, super nett. Also eben bisher die Schweden, wo wir sie kennengelernt haben, sehr nett und freundlich. Und wir fahren jetzt weiter. Vielleicht kommen wir später nochmal her. Ja, weil schöner Stehplatz ist auch hier. Hier sind auch Toiletten und alles und direkt am See, also mega schön. Ja. Mal schauen. Wir sind jetzt schon wieder an das Schloss angelangt. Also wir haben gerade festgestellt, ne, dass man irgendwie so Burgen, Ruinen, Schlösser und sowas, ne, ist ja für uns eigentlich immer sehr interessant. Ja, wir schaffen es immer wieder. In jedem Land, ne, gibt es einen Marathon bei uns. Ja. Aber wir begeistern uns halt auch wirklich immer dafür. Vor 3 Jahren waren wir 10 Tage in Schottland gewesen und haben uns in 10 Tagen 28 oder 29 Burgen und Ruinen angeguckt und Schlösser. Also irgendwie... Lustig. Gib uns eine Burg oder ein Schloss und wir sind glücklich. Jetzt sind wir am Schloss Vadstena, oder wie es halt ausgesprochen wird. Irgendwie so. Ja, ist ein Riesending hier, ne? Ja. Gucken wir uns mal an. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure. So, und wenn es kein Schloss ist oder keine Ruine ist, dann ist es der Leuchtturm, der die Sandra magisch anzieht. Also, da muss auch jeder mitgenommen werden. Da kann kein Leuchtturm irgendwo in der Nähe sein, den Sandra nicht besichtigen muss. Alle. Ich will sie alle sehen. Alle. Alle. Und ganz schlimm. Ganz und da ist sogar schlimm. Ein Hund am Leuchtturm. Ja. So, jetzt stehen wir hier vor der Kirche von der heiligen Brigitta. Das ist auch ein Pilgerort. Und da, wo wir heute Morgen die Klosterruine uns angeguckt haben, in der Klosterruine ist der Mann von der heiligen Brigitta gestorben. Ja. Und hier waren Nonnen und Mönche gewesen. Und heute Morgen in dem Zisterzienserkloster waren nur Mönche gewesen. Wieder was gelernt. So, wir gucken weiter durch die Stadt. We were just children. Acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids. So, jetzt sind wir zurück an unserem... Oh, Fuß ganz schief.
an unserem Plätzchen. Wo waren wir heute früh? Nach der Ruine, nach der Klosterruine. Sind wir hierher gekommen mit den Fischern, haben wir kurz erzählt. Jetzt können wir auch den Platz mal hier schön zeigen. Da kann man schön runtergehen. So. Herrliche Stelle zum Fischen, Angeln, Baden. Ist die Badehose an? Nee. Nee? Machen wir da noch, gell? Ja. Gut. Hier kann man nämlich schön bis rein. Glasklares Wasser hier. Wunderbar. Herrliche Sicht hier. Perfekt. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Fisch. Ja, ansonsten wird morgen nichts gegessen. Das ist fast ein Tag. Was? Ja. Was? Nur für dich? Ich hab Lachs gekauft heute. So vertraut sind meine Künste. Ja, genau so. Sehe ich. Wunderschön. Also wir bleiben ja jetzt einen Tag stehen, haben wir gedacht, weil es so gemütlich hier ist. Ja, wenn nichts dazwischen kommt, schon, ja. Ja. Und dann geht es übermorgen weiter. Ja. Und die haben gesagt, am Wochenende wird es hier erst sehr voll. Und deswegen, jetzt haben wir Mittwoch, Freitag fahren wir dann wieder los hier. Ja. Wenn nichts. Wenn nichts ist, so. Weg von dem großen See, wo es gemütlicher ist. Da soll es voll werden am Wochenende. Ja. Der Heimwerker King hier. Und? Für was ist das? Ich bin da mal weg. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, ihr wisst Bescheid. Er war's. Er hier. Hier, das ist so schön. Ich muss jetzt unbedingt nochmal die Kamera rausnehmen, weil es ein so schöner Sonnenuntergang hier ist. Hier, wenn man das so sieht. Ich habe die Kamera schon da aufgestellt für Timelapse. Hier geht die Sonne schön unter. Hier stehen wir schön. Und die Schweden, die haben es echt drauf. Die haben das mit dem Camping und so auch kapiert. Und mit dem Wandern. Da gibt es nämlich überall so schöne Plätze hier. Ich renne mal schnell hin. So, hier schöne Feuerplätze. Hier in den Hütten kann man mit Schlafsäcken einfach übernachten. Dann hat man hier meistens Holz drin. Und dann hier hinten, die Häuschen, sind Plumpsklos, also Toiletten. Also das ist echt prima gemacht hier. Und du kannst einfach hier stehen bleiben. Ist nichts verboten hier. Hier stehen wir schön. Keiner da. Einfach herrlich. Also so wünscht man sich das eigentlich als Camper. Und morgen verbringen wir schön den ganzen Tag hier. Herrlich. Herrlich. Und... hast du deinen Prügel fertig? Probier gleich aus. Leicht gereizt heute. Ich sag dich, der Christoph hat gerade beim Kniffeln verloren. Deswegen muss er jetzt ein bisschen Wut rauslassen. Hm? Bin ich ja gewohnt, dass ich beim Kniffeln verliere. Guten Morgen. So, wir sind immer noch an unserem schönen Platz hier. Heute Nacht wurden wir vom Schnee überrascht. Alles weiß, aber nicht viel. Also wir stehen hier noch gut. Da hoch geht es halt so einen komischen Weg. Da haben wir erst gestern Abend gedacht, fahren wir noch da hoch auf dem anderen Parkplatz. Aber war noch okay. Also so viel soll es ja nicht schneien. Und es ist auch warm, das taut gleich alles. Und hier, der Christoph ist am Angeln. Ich zeige es euch mal, er versteht mich jetzt eh nicht. Ich darf mir ja nicht filmen, aber ich mach's einfach mal. Er hat schon ein paar Köder verloren, also.
Gucken wir mal runter. Schön die Köder dran lassen. Ja. Also ich melde mich noch mal in ein paar Stunden, wenn wir dann drei Fische hier in der Pfanne braten. Ne? Wird nichts? Alles noch Übung, alles Training. Ja, ja. Erst üben und dann kann man... Na klar. Na? Jeder fängt mal klein an. Genau. Ich meine, wir haben jetzt schon öfter welche hier beobachtet. Die sitzen den ganzen Tag hier und haben auch nichts gefangen. Also, es ist schon Glückssache dabei. Wie man sieht, wir sind immer noch an unserem Lieblingsplatz hier. Wir konnten uns nicht trennen. Hier ist einfach schön gemütlich und alles. Hier hat man seine Ruhe, kann das genießen. Entspannen, wir lesen viel, da geht's ums Angeln wieder. Ich gehe jetzt mal in den See hüpfen. Wir haben schon mal getestet, ist arschkalt, aber ist auszuhalten. Ja, morgendliche Waschroutine hier. Also los geht's. Das ist ein gutes Gefühl. Oh, so kann der Tag beginnen. Es ist arschkalt. Es ist schön hier rein. Oh, das muggelige Eckchen. Standheizung ist schon an. Oh, und umziehen. Oh, war das cool. Oh. Schönen guten Morgen. Morgen. Wir sind startklar. Wir sind immer noch an unserem super, duper, mega Campplatz hier. Haben aber jetzt die Schnauze voll, nachdem wir die ganze Nacht wachgehalten wurden von einem netten Mitbürger, der hier Party gemacht hat. Ja. Und laute Musik hier mit Auto in der Nacht aufheulen hat lassen, ja. Und hier irgendwie fast Wheelies gedreht hat auf dem Schotter, ja. Hier. Also, furchtbar. Es gibt Spinner. Ja, wir fahren weiter. Wohin wissen wir noch nicht genau. Wir fahren jetzt irgendwie, gucken ein bisschen um die beiden großen Seen hier ein bisschen rum. Mhm. Nehmt euch dann natürlich mit, aber nicht in diesem Video, sondern im nächsten Video. Genau, bleibt dran. Freut euch drauf. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss. That we didn't fall.